eigentlich gar nicht komisch, dass die Menschenwesen immer gerade das haben wollen, das ihnen verwehrt ist. Sind sie nicht empfindungs- und genießungsfähig? Wollen sie erst recht immer mehr erleben, verspüren, Genuss einholen? Und wenn es ihnen nicht gelingt, übernimmt das inflationäre Ausmaße des Nichtgelingens und der Suchtwiederholung auf der Suche nicht nach der verlorenen Zeit, sondern dem verlorenen Genussvermögen an? Und haben sie zu viel an falschem Genießen erlebt, sind sie mit der falschen Lust abgefüttert worden, mit den Objekten, statt der wahren Liebe, der Gabe des Nichts, der reinen Präsenz, dann wollen sie nichts mehr von diesen Dingen, diesen Genusserlebnissen haben, sondern stattdessen die reine Erkenntnis, das als nur zwei Möglichkeiten innerhalb von sechs Positionen zu haben.